101 Leute wird er töten. Die Leute sagten, geh nicht diesen Weg. Das ist ein Tier. Dann sagte Gautama, wenn ich nicht gehe, wer wird dann gehen? Er sagte, Unsinn, du bist definitiv ein geisteskranker Mann. Dann sagte Gautama, du musst in die Stadt gehen, von der du 100 Menschen getötet hast. Es geschah, dass da ein Mann war. Seinen richtigen Namen haben wir vergessen. Der Name, den die Leute ihm gegeben haben, lautet Angulimala. Etwas geschah mit ihm. Er hatte das Gefühl, dass die Gesellschaft ungerecht zu ihm gewesen sei, wurde ein wütender Mann. Weißt du, wenn du jung bist, erscheint dir alles als ungerecht dir gegenüber. Also wurde er sehr wütend auf die Gesellschaft und er leistete ein Gelübde. In dieser Stadt, die ihm gegenüber ungerecht war, wird er 101 Menschen töten. 101 Menschen wird er töten und er wird jedem von ihnen einen Daumen abschneiden und ihn als Rosenkranz um seinen Hals tragen. Eine Girlande aus Fingern oder Daumen. Fingers or thumbs. Also machte er sich daran, das zu tun. Die Leute hatten Angst, diesen Weg zu gehen. Er wohnt in einem Dschungel, aber das ist der Pfad, um an viele andere Orte zu gelangen. Menschen wurden getötet. Im Laufe von ein paar Jahren tötete er 100 Menschen. Er will nur noch einen weiteren, um seine Lust zu befriedigen. Also, eines Tages kam Gautama Buddha in diese Stadt. Da er also eine Girlande aus diesen Fingern trug, nannten sie ihn mittlerweile Angulimala. Das bedeutet, jemand, der Finger als seine Girlande trägt. Er braucht nur noch einen Finger, um sein Gelübde zu erfüllen. Gautama kam und er hatte die Absicht, diesen Weg zu gehen. Die Leute sagen, geh nicht diesen Weg, das ist ein Tier. Das ist kein Mensch. Das ist niemand, zu dem du gehen und eine Lehre geben kannst oder den du meditativ machen kannst. Geh einfach nicht, denn er will nur ein weiteres Leben. Wir wollen nicht, dass es deins sein wird. Darauf sagte Gautama, wenn ich nicht gehe, wer wird dann gehen? Und er wird unerfüllt bleiben. Er braucht nur noch einen Finger. Wenn ich nicht gehe, wer wird sonst gehen? Lasst mich gehen. Also ging er. Angulimala saß auf einem Felsen, als er diesen Mönch leise kommen sah. Mittlerweile erfreute er sich an seinem Ruf. Die Leute haben Angst vor ihm, ihm gefällt das. Allein die Erwähnung seines Namens, die Menschen zittern, er beginnt es zu genießen. Also dort auf dem Felsen sitzend, brüllte er, nur um dem Mönch mitzuteilen, ich bin hier und das ist dein kommendes Ende. Gautama schaute ihn an, ging ruhig weiter mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Ihm gefiel das nicht. Normalerweise, wenn sie ihn sehen oder hören, rennen die Leute Hals über Kopf los und wollen ihr Leben retten. Das gefällt ihm. Dieser Mann geht einfach. Das gefiel ihm nicht. Er sprang von dem Felsen und kam heran und stellte sich vor ihn. Er sagte, wer zur Hölle bist du? Und weißt du, wer ich bin? Er zeigte seine Maler, all die Finger. Du weißt von mir? Gautama sagte, nun, ich habe eine Menge über dich gehört. Was ist damit? Und er ging weiter. Was denkst du, wohin du gehst? Du gehst trotzdem weiter, wenn ich zu dir spreche? Gautama sagte,
Ich habe vor langer Zeit aufgehört zu gehen. Mein Gehen hat vor langer Zeit aufgehört. Ich bin angekommen. Du bist derjenige, der versucht, irgendwo hinzugehen. Daraufhin lachte Angulimala. Er sagte, Unsinn, du bist definitiv ein geisteskranker Mann. Ich stehe still und du sagst, ich gehe. Du gehst und du sagst, du würdest nicht gehen. Was stimmt mit dir nicht? Er sagte, nein, nein. Ich bin vor langer Zeit angekommen. Ich gehe nirgendwo hin. Du bist derjenige, der versucht, irgendwo hinzugehen. Aber du weißt nicht, wie du dorthin gelangen sollst. Willst du meinen Finger oder willst du meinen Hals? Trage meinen Kopf als Anhänger, weißt du, als einen Anhänger. Du hast Finger, du kannst meinen Kopf umhängen. Nun wird er ein guter Anhänger für die Halskette sein. Denn ich bin fertig. Ich bin angekommen. Es spielt keine Rolle, ob ich körperlich hier bin oder nicht. Du kannst tun, was du willst. Schau, die Freude an diesem Töten besteht nur, wenn du verängstigt bist und du nicht sterben willst. Wenn jemand sterben will, dann sind sie nicht interessiert. Was bringt es, diesen Kerl zu töten? Und es sieht so aus, als ob, selbst wenn du diesen Kerl tötest, dein Verlangen nach 101 Leben keine Erfüllung findet, weil dieser Kerl dir kein Vergnügen bereitet. Dann sagte er, warte, sag mir, worum geht es hier? Du bewegst dich und du sagst, du wärst angekommen und dich nicht bewegst. Ich bewege mich nicht und du sagst, ich bewege mich. Du suchst Erfüllung auf deinem eigenen Weg. 101. Ich bin erfüllt. Das ist der große Unterschied. Und du kannst mein Leben haben. Wenn du denkst, du wirst dann erfüllt sein, dann tu es. Denn es ist meine Aufgabe, Menschen zu erfüllen. Wenn das so einfach geschehen wird, dass du ohne Lehre, nur durch das Durchschneiden meiner Kehle erfüllt sein wirst, dann tu es einfach. Wo liegt das Problem? Daraufhin wurde Angulimala sein Top-Schüler. Dann sagte Gautama, du musst in die Stadt gehen, von der du 100 Menschen getötet hast. In einer kleinen Stadt bedeutet 100 Menschen, dass fast jede Familie jemanden durch diesen Mann verloren hat. Also machte er ihn zu einem Mönch. Gautamas Mönche wurden Bhikkhus genannt. Bhikkhus bedeutet wörtlich Bettler. Also gab er ihm ein gelbes Tuch und eine Bettelschale. Er sagte, geh und schau in der Stadt nach etwas zu essen. Angulimala kam also in die Stadt als Mönch. As a monk. Die Leute sahen das und waren verängstigt. Sie wissen nicht, warum er gekommen ist. Sie alle gingen und standen auf ihren Terrassen, denn sie haben Angst vor dem, was er tun wird. Als sie dann sahen, dass er gezähmt worden war, er ist nicht mehr derselbe wütende Mann, da fingen sie an, Steine auf ihn zu werfen, weil jede Familie jemanden durch ihn verloren hat. Also ging er weiter. Steine trafen ihn, er war überall am Bluten. Dann, als es das Steinewerfen ein wenig überhand nahm, da kam Gautama dazu, bat die Leute aufzuhören und sagte, dies ist nicht derselbe Mann. Dieser Mann ist eine Erweiterung von mir. Ihr werft Steine auf mich. Hört auf. Es hat keinen Sinn, diesen Mann zu töten, denn dieser Mann ist auf sehr harten Wege zur Erkenntnis gelangt. Ihr könnt diesen Mann nicht verschwenden, indem ihr ihn tötet. Und Angulimala wurde, wie ich schon sagte, ein Top-Schüler, ging durch das ganze Land und verbreitete Buddhas Art der Lehre. Du weißt schon, Leben und Wissen. Es spielt also keine Rolle, welche Art der Erfüllung du suchst. Du denkst, es wird durch Bildung geschehen, oder zumindest dachtest du das. In dem Moment, in dem du gebildet wurdest, fühltest du dich wie ein Dummkopf. Wenn du keinen Job hast, was ist der Nutzen dieser Bildung? Du hast einen Job bekommen. Du hast dich großartig gefühlt.
Nach einiger Zeit fühltest du dich dann wie ein Dummkopf. Was mache ich mit diesem Geld, wenn ich meinen Traummann oder meine Traumfrau nicht finde? Das gab es. Und nach einiger Zeit kamst du dir wie ein Dummkopf vor. Das geht so weiter. Verlangen ist, sich einfach auszudehnen. Das ist dein Verlangen. Wenn du physische, materielle Wege wählst, um dich auszudehnen, kannst du so weit gehen. Oder so weit, oder so weit. Aber es wird immer noch ein Verlangen geben. Ja. Wenn ich dich zum König dieses Planeten mache, wirst du nach den anderen Planeten schauen. Wenn ich dir das Sonnensystem gebe, wirst du nach einer Galaxie schauen. Wenn ich dir eine Galaxie gebe, wirst du nach anderen Galaxien schauen. Nun, wonach du schaust, ist nicht dieses oder jenes. Du schaust nach Ausdehnung. Wenn du bewusst darauf schaust, dann wirst du Yoga werden. Yoga bedeutet nicht, sich zu drehen und zu wenden. Du wirst zur Einheit mit dem Rest der Schöpfung gelangen. Wenn du es unbewusst tust, dann wird es zwanghaftes Verlangen, nicht mehr.